Ich habe das Blackout. Ich habe das schon, ich gebe es zu, mit der Mami an Weihnachten geschaut. Gerade noch mal Glück gehabt. Und um Stein gelebt 2021. Wie gut würden wir unser Musikwissen einschätzen? Meins ist gut im Country. Pop okay, hey, vielleicht so Indie-Zeugs auch. Und ich glaube, dann hört es schon fast auf. Klassik und Metal. Kein Plan. Ja, oder wenn jetzt so deutscher Schlager oder irgend so etwas kommt. Helene Fischer. Immer zu Weihnachten. Ich habe das schon, ich gebe es zu, mit der Mami an Weihnachten geschaut. Wirklich? Ja, sie schaut das immer. Es gibt immer da die Helene Fischer Show. Hey, dann schaue ich mal mit. Lizzo. Also Berner, Akzent auspacken. Ich schenke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es gibt es gut und es gibt nur manche, die es mir nehmen, aber dir würde ich es geben. Okay, wie heißt der Song? Hit the Road Jack, Ray Charles. Ist das nicht eine Frau, die singt? Nein, es singen schon Frauen mit. Okay, da muss ich passen. Ich habe wirklich keinen Plan. Vom Flow her ist es schon mega gut. Ich glaube, die Texte sind ziemlich umstritten, oder? Ich wäre aber offen für ein Kollabo. Meinst du, das wäre gut gekommen? Ich habe es ganz anders. Okay, starke Reaktionen. Könnt ihr Choreo vom Ketchup sein? Ja, so halbe. Okay, do it, do it. Blow me away. Oh mein Gott, das Lied habe ich so gerne gehabt. Okay, und jetzt müssen wir das Albumcover erraten. Sticky Fingers von The Stones. Genau mein Gusto. Sie ist Alison Krauss und er ist... gosh. Sorry, ich habe gerade das Blackout. Ja, Robert Plant. Ich glaube, sie hat die süßeste Stimme überhaupt. Das ist so schön. Wer war Nummer 1 in der Schweizer Hitparade im 2021? Ich weiss noch den Tag, wo du mir Bad Habits gezeigt hast. Wirklich? Aber der Weekend ist doch auch immer so ein Anwärter. Mhm, schwierig. Was soll man nehmen? Komm, wir nehmen einfach den Ed. Okay. Für uns ist er die Nummer gut, Ed. Nein, okay, gut, das. Logo. Okay, ja, das hätte man wissen. Und um Stein gelebt 2021. Okay, sind wir zufrieden mit unseren Antworten? Hey, ich glaube nicht so schlecht gewesen. Ich habe einige Sachen, die du beantwortet hast, nicht gewusst. Okay. Umgekehrt auch. Ich glaube, zusammen haben wir es ganz okay gemacht. Danke vielmals euch, dass wir das Quiz selber machen. Voll, hat Spass gemacht. Wenn euch das Quiz mit uns gefallen hat, dann checkt doch noch unsere Live-Session aus.